Yo Leute, was geht ab? Ich bin Yannick Zinkiel, Fußball-Freesteller. Ja, ich bin hier im Moment bei Yannis in Stuttgart. Und wunderschön Besigheim. Wunderschön. Ihr seht hier den Fluss im Hintergrund. Richtig nice auf jeden Fall. Und ja, wir waren jetzt schon die letzten zwei Tage in der Stadt, in Stuttgart, haben da ein paar Shows gemacht. Auf jeden Fall war es richtig nice. Und ja, ich habe mir gedacht, ich werde euch Yannis einfach mal ein paar Fragen stellen, weil er hat echt auch ein krasses Level im Freestyle. Ich werde euch jetzt mal ein paar Clips einblenden und auch sein Instagram könnt ihr gerne mal abchecken. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen und dann werden wir mal über ein paar Themen sprechen, würde ich sagen, die uns beide eigentlich sehr wichtig sind. Und ja. Leute, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir hier halt den Fußball haben, also meinen Freestyle-Ball. Wir machen es so, dass der den Ball hat, der redet immer. Und ja, wenn ich dann Yannis den Ball übergebe, dann ist er sozusagen dran. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an, Yannis. Und zwar würde es mich interessieren, wieso freestylst du eigentlich und wieso spielst du dich normal Fußball? Das ist eine Frage, die dich an sich übel oft gestellt wird und eigentlich weiß ich nie so recht, wie ich die beantworten soll. Vor allem so, dass ich mein Gegenüber so zufriedenstellen kann. Weil ich persönlich, ganz trocken und ehrlich, ich identifiziere mich eigentlich gar nicht so mit herkömmlichem Fußball. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand Handball spielt, dann wird er ja auch nicht gefragt, warum er keinen Fußball spielt. Das ist eigentlich schon so eine gegebene Sache. Und so ist eigentlich für mich auch gegeben. Ich bin Freestyler und habe eigentlich nichts mit normalem Fußball am Hut. Ich bin auch gar nicht gut im Fußball. Ja, ich glaube, so geht es wirklich den meisten Freestylern. Also wir werden immer gefragt auf der Straße, ey, du kannst doch diese Tricks, wieso spielst du nicht normal Fußball oder so? Aber das ist einfach, das ist nicht so. Es ist was komplett anderes einfach. Würde ich sagen, können wir auch direkt zur nächsten Frage direkt übergehen, weil das passt. Welche Werte verbindest du denn so mit Freestyle? Also was weckt Freestyle in dir auf sozusagen? Was im normalen Fußball vielleicht nicht der Fall ist? Also das Schöne am Freestyle ist, man ist frei. Ja. Man kann wirklich machen, was man will. Und für mich persönlich ist, was ich so bewundere an dem Sport, ist, dass du durch diese Freiheit dich, jetzt habe ich das Wort vergessen, gib mir eine Sekunde. Ich sag's auf Englisch. Du, Alter, ich habe jetzt das Wort vergessen. Ich sag einfach auf Englisch. Digga, ich habe auch das englische Wort vergessen. Sag auf Französisch. So immer. Genau, aber das ist das Ding. Ich bin nämlich, ich war immer eher schüchtern und war nicht gut da drin, mich selber zu artikulieren oder wirklich das zu sagen, was ich gerade wirklich fühle. Und durch Freestyle habe ich eine Plattform und eine Möglichkeit gefunden, mich auszudrücken. Ja. Das ist genau das Wort, das ich gesucht habe. Dass ich mich nicht nur durch Worte ausdrücken kann, aber ich finde mit einem Ball und durch diese Kunstform, nicht nur Sport, habe ich einen Weg gefunden, wie ich mich wirklich ausdrücken kann, was ich denke und was ich fühle. Und das vor allem im Einklang. Ja, das macht das Sinn. Ja, genau, das, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil bei mir war es ja eigentlich früher genauso. Ich war ja auch sehr schüchtern, wusste auch eigentlich nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich ja auch sozusagen das mit dem Freestyle, hat das sozusagen dazu beigetragen, mein Selbstbewusstsein zu steigern und so mich halt auszudrücken, so das, was ich mache. Und ich denke halt so, na komm, das erste, was dazu sagen. Das ist auch, am Anfang ist es so, du gehst halt raus mit einem Ball, du hast vielleicht ein paar coole Tricks im Internet gesehen, willst sie nachmachen, du gehst raus und du traust dich eigentlich gar nicht, weil du halt nur daran denkst, was denken andere, wenn ich jetzt versuche, den Ball hochzuhalten, obwohl ich es eigentlich gar nicht kenne, was denken die von mir. Aber umso mehr du es machst und umso besser du auch wirst, umso weniger juckt es dich, was andere denken und umso selbstbewusster wirst du. Auch wenn du vielleicht nicht gerade der Beste oder Krasseste bist mit dem, was du gerade machst, aber du weißt, du bist auf einem richtigen Weg. Ja, du weißt, du verbesserst dich für dich selber. Genau. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt im Freestyle, wo wir auch eigentlich direkt zum dritten Thema, sag ich jetzt mal, übergehen können. Ich denke, es ist jetzt besser, wenn wir einfach über Themen sprechen und ich dir nicht stumpf irgendwelche Fragen stelle. Aber ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig im Freestyle. Ist kalt oder was? Nein. Vielleicht ein bisschen. Bisschen windig hier, Leute, ich verstehe. Ich hoffe, man versteht. Yannick ist ein bisschen kalt, weil der ist nicht so heiß. Wisst ihr? Spaß. Mega heiß. An
an alle Ladies. Ich würde mir den gönnen. So. Direkt. Also, ich würde sagen, wir kommen zum dritten Thema, nämlich, oh, jetzt ist es wieder so windig, ne? Ja, schon. Ich hoffe, man versteht das. Aber, was ich sagen wollte, ich glaube, es ist extrem, extrem wichtig im Freestyle, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. So. Vor allen Dingen, dann, die meisten Freestyler sind ja sehr auf Instagram und die ganzen Social Media Plattformen aktiv und zeigen da ihre Tricks und zeigen sozusagen nur ihr Bestes. Also wenn ich jetzt meinen besten Tricks schaffe, dann lade ich den natürlich auf Instagram hoch und die Leute kommentieren, ah krass, crazy, so. Aber ich denke halt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da nicht zu krass von den anderen beeinflussen lässt, weil jeder zeigt dort einfach nur das Beste auf Instagram. Also meinst du jetzt, wenn du ein Consumer bist auf Instagram und dann immer nur das Krasse von anderen siehst, ja, und das dann mit dir selber vergleichst, dass du vielleicht ja nicht so gut bist und dich dann schlecht fühlst? Ich meine, das kann man ja auch aufs Generelle beziehen bei Instagram. Ja. Kann man auch auf andere Sachen ziehen. Aber für mich war es halt am Anfang beim Freestyle, hatte ich auch eine Zeit, da war es extrem bei mir. Da lief es bei mir nicht so gut, da war ich verletzt. Und dann habe ich auch nur gesagt, ey, guck mal, der macht jetzt wieder den Trick oder bei dem läuft es so krass. Und bei mir, ich hocke hier im Bett und gar nicht freestyle so. Und so geht es mir gerade ein bisschen. Janis hat eine kleine Knieverletzung. Da haben wir jetzt auch schon die letzten Tage drüber gesprochen. So, wie wichtig es einfach ist, sich dann nicht zu krass beeinflussen lassen und zu denken, dass es bei jedem krass läuft, außer bei mir, weil das ist definitiv nicht der Fall. Mal kurz. Ja, klar. So ein Grundprinzip, das die meisten Leute machen, finde ich, oder das ich auch selber bei mir entdeckt habe, was ich oft mache, man vergleicht sich ja gerne, oder nicht gerne, aber es ist so, zum Unterbewusstsein macht es eigentlich im Prinzip jeder. Was da dann ein bisschen toxisch ist, nicht nur ein bisschen, sondern leider sehr toxisch ist, dass die meisten Leute nur das Beste in dem anderen sehen und das Schlechteste in einem selber und das dann miteinander vergleichen. Das heißt, es ist gar nicht auf derselben Ebene und sollte eigentlich gar nicht miteinander verglichen werden, weil wir eben das Beste in dem anderen sehen und das Schlechteste in einem selber. Ja. Und das führt dann zu einem niedrigen Selbstbewusstsein und so weiter. Ja. Aber sobald man dem auch bewusst ist, dass das so unterbewusst abläuft, kann man dem auch besser entgegenwirken und sein Selbstbewusstsein aufbauen, indem man checkt, aha, okay, ja gut, das ist jetzt, ich sollte auf dieser Ebene eigentlich gar nicht vergleichen, weil es gar nicht dieselbe Ebene ist. Ja, auf jeden Fall. Auch als Tipp vielleicht für den ein oder anderen Zuschauer, der ein bisschen struggelt mit Selbstbewusstsein oder so. Ist ein krasses Thema auf jeden Fall. Ich würde auch echt sagen, so Freestyle, das meiste, was Freestyle beigebracht hat, ist echt Selbstbewusstsein sozusagen oder mit seinen eigenen Werten vertraut zu sein. Wie man über sich selber denkt, wie man über andere denkt, wie man auch mit Rückschlägen umgeht vor allen Dingen. Weil ich meine, du hattest jetzt schon mehrere Verletzungen im Freestyle. Ich hatte eine sehr, sehr schlimme Knieverletzung und es ist einfach... Ja. Natürlich, wenn man nicht richtig mit so Rückschlägen umgeht, dann gibt man einfach auf, wenn man nicht dieses nötige Mindset dafür hat, was wir jetzt gerade sozusagen besprochen haben. Dass man nicht denkt, okay, bei dem läuft's krass, bei denen läuft's gerade, bei mir läuft's nur scheiße, ey, ich brauche gar nichts mehr zu machen. Ja. Und wenn wir bei dem Thema sind, ich weiß jetzt nicht, ob das noch in dieselbe Richtung geht oder einen anderen Weg einschlägt, aber ich denke, wir gucken einfach mal, wo die Unterhaltung hinläuft. Aber wenn man dabei ist, was Freestyle einem beigebracht hat oder mir beigebracht hat, neben einmal diesem Selbstbewusstsein, ist zum anderen auch dieses Bewusstsein, dass wirklich nichts, und damit meine ich wirklich gar nichts, unmöglich ist. Alles ist möglich. Ich meine, ich habe angefangen, da konnte ich nicht mal jonglieren. Und die Leute, die richtig krasse 3 Revolution Tricks ziehen, vier so heißt es. Jetzt schon. Inzwischen schon 4 Revolutions. Shoutout an Luca, krasses Fies. Auf jeden Fall, wenn du denkst, oha, krass, sowas werde ich nie selber können, das ist unmöglich. So dieser Gedanke. Und dann trainierst du und Schritt für Schritt wirst du besser und du merkst, aha, wenn ich trainiere, werde ich besser. Es ist nicht nur Talent. Ich persönlich glaube eigentlich gar nicht an Talent. Aber du brichst halt immer neue Barrieren und kickst die so aus dem Weg. Und du lernst für dich, oder ich habe für mich selber gelernt, dass nichts unmöglich ist. Ja. Und ich glaube, mit diesem Mindset, wenn man sich dann verletzt hat und es einem logischerweise einfach dreckig geht, so ist es einfach, kann man trotzdem damit arbeiten und es im Kopf behalten, dass wo ein Wille ist, da auch ein Weg ist. Und im Prinzip man diesen Weg nur finden muss. Und selbst wenn es keinen Weg gibt, der noch nicht gegangen ist, dann geht man halt auf
auf, keine Ahnung, der dreckigsten Wiese, wo noch keiner gelaufen ist und kreiert sich selber einen Weg. Das heißt, nichts ist unmöglich kein Hindernis oder kein Rückschlag muss dazu führen, dass man aufgeben muss, weil einfach nichts unmöglich ist. So einfach. Ja, feier ich auf jeden Fall. Also es ist komplett auch meine Denkweise, Leute. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr es auch. Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, dass du nicht an Talent glaubst. So. Ja. Ich denke jetzt, wenn wir es auf Freestyle beziehen, so, ich denke, ein bisschen Talent ist es schon. Ich bin der Meinung, jeder kann auf seine Art und Weise kann sich verbessern im Freestyle. Aber ich sage jetzt mal, wenn du wirklich zu den Weltbesten, zu den allerbesten gehören willst, dann brauchst du schon ein bisschen Talent zur Voraussetzung. Aber der Rest ist harte Arbeit. Oder wie denkst du so darüber? Denkst du wirklich, es ist nur harte Arbeit, also 0% Talent? Also es gibt verschiedene Faktoren. Einmal, wie früh fängst du an? Ja. Wie wurdest du schon in deiner Kindheit getriggert von deinen Eltern, Lehrern, was weiß ich, Autoritätspersonen, in die richtige Richtung, dass du eben so ein positives Mindset aufbauen kannst. Mir zum Beispiel wurde als kleines Kind immer gesagt, ja, okay, wir sind nur normal, wir schaffen so krasse Sachen nicht. Ja. Und damit hatte ich halt in dem Fall nicht eine gute Voraussetzung. Ich will jetzt aber auch nicht rumheulen, weil ich hatte eigentlich eine gute Kindheit an sich. Aber an sich glaube ich nicht an Talent in dem Sinne, dass du eine Voraussetzung hast, weil du keine Ahnung bist, dir irgendwie gegeben ist. Mhm. Ich denke, Talent, wenn es es gibt, dann kann man sich das auch selber erarbeiten. Und man muss nur sich selber kennenlernen und selber herausfinden, was für einen funktioniert, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt, manche haben das einfach besser raus. Ich meine, um dasselbe Ziel zu erreichen, muss vielleicht jeder von uns ein bisschen einen anderen Weg gehen, weil wir sind einfach anders. Aber ja, jeder entwickelt sich auch anders. So. Genau. Ich bin heute fertig. Aber jetzt bin ich fertig, weil ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Vielleicht war das so. Dazu noch, was im Freestyle auch echt krass ist, dass sich echt jeder anders entwickelt. So. Also es gibt ja im Freestyle verschiedene Styles. Also einmal die Tricks mit dem Kopf, dann im Sitzen oder die Lowers, also die schnellen Tricks wie zweifach eine Round the World oder auch dreimal drumherum, die Lowers sozusagen. Und es gibt ja, ich finde das halt krass zu sehen im Freestyle, wie wirklich jeder Freestyler echt einen anderen Style hat. Also du kannst mir keinen Freestyler zeigen, der exakt genauso die Tricks ausführt wie irgendein anderer. Also vielleicht ist es ähnlich, aber jeder unterscheidet sich von dem anderen. Ich finde, das ist auch echt ein krasser Punkt oder was mich auch echt wirklich immer wieder aufs Neue, ich weiß nicht, also ich finde das einfach ein krasser Point, so dass jeder einfach anders ist in dem Style, wie er die Tricks ausführt. So. Ja, das geht jetzt in die Richtung vom Kopieren. Ne? Was heißt, kann man so sagen, also im Prinzip, dass das eben nicht so ist, meinst du? Da können wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber wo waren wir gerade eigentlich? Da habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, wir waren noch gerade bei, wo haben wir gerade? Ja, also ich habe noch über Ding geredet, über, wie heißt es denn jetzt? Talent, genau. Ja, genau, also vielleicht knüpfe ich da einfach wieder an. Für mich selber ist halt so, vielleicht gibt es Talent, aber ich für mich selber möchte das nicht akzeptieren, weil wenn ich mir anfange zu sagen, dass es an Talent liegt, dass Leute gut werden, dann hätte ich für mich selber eine Ausrede, warum ich worin nicht gut werden würde. Ja. So, ich sage, okay, ja gut, dann würde ich anfangen zu sagen, okay, ich habe nicht das Talent und dann würde ich weniger dafür tun, um ein Ziel zu erreichen, vor allem im Fußball. Verstehe ich, ja. Hätte ich am Anfang gesagt, ja, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht das Talent, weil ich konnte nicht mal jonglieren. Dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich will. Ich bin kein wirklich krasser Freestyler, aber für mich selber persönliche Ziele bin ich schon weiter, als ich damals dachte, dass ich jemals kommen werde. Ja. Und würde ich jetzt anfangen zu sagen, es liegt an Talent, das sollte gut in was werden, dann würde ich für mich selber eine Ausrede finden, ne? warum ich nicht gut werden könnte in etwas. Genau. Ja, wie gesagt. Das ist eine gefährliche Sache. Ja, also um das Thema jetzt mit Talent und harter Arbeit abzuschließen, ich bin da immer der Meinung, 20% Talent, aber 80% harte Arbeit. Und das ist so mein Standpunkt dazu, weil ich bin ja früher vom normalen Fußball gekommen, ich war schon immer ein guter Trickser, ich konnte gut den Ball jonglieren
Und du bist immer noch ein guter Schütze. Immer noch. Panna läuft. Ja, und, ja, dann ging es halt bei mir los. Und dann war mir halt klar, ey, ich habe das nötige Talent und jetzt ist es nur noch harte Arbeit so. Und dann, ja, das war meine Motivation und auch mein Sinn, dass ich dran geblieben bin. So. Hard work beats, ja, talent every time. Every single time. Ja. So. Was mich doch so interessieren würde, so, was sind eigentlich genau deine Ziele so als Freesteller? So? Also wo oder welche Menschen, wie willst du die Menschen damit erreichen und was ist eigentlich dein Ziel, was du mit dem, was du machst, gerade erreichen willst? Oder machst du es einfach nur, weil es komplett deine Leidenschaft ist und du es einfach nur liebst und es dir so viel Spaß macht? Das denke ich auf jeden Fall, aber was, ja, ist noch dein weiteres Ziel mit Freestyle? So, wenn du jetzt in deinem, wo siehst du dich in 5 oder 6 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren mit, wo wird dich der Sport hintreiben? Boah, das ist schwer. An sich, für mich selber, ich will halt einfach immer besser werden. Und so ein definiertes Ziel habe ich nicht. Nach oben hingesehen, nach unten schon. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Minimum, das ich selber erreichen will, aber nach oben ist alles offen, weil ich eben auch denke, alles ist möglich. Es kommt halt auf mich an, wie ich mich anstrenge und so weiter. Das heißt, ich will einfach so weit kommen, wie geht. Und ich habe so ein paar Ideen mit Styles und wie ich mich selber als Freestyler identifizieren will. Ich zum Beispiel, ich will sehr harte Tricks in allen Kategorien in den Flow bringen, in einen Flow bringen. Das heißt nicht nur stupide Lowers oder Uppers oder Sits, sondern alles verbinden. Transitions, alles verbinden. Und da gibt es so ein paar, zu denen ich so ein bisschen aufschaue. Und dann an sich hoffe ich einfach, dass der Sport wächst. Ja. Und vor allem sich auch vom Fußball differenzieren kann und besser abspalten kann und als eigene Sportart gewinnen. Und dass es auch von den Leuten akzeptiert wird, die selber gar nicht free sein. Dass sie auch wissen, was das ist. Ja. Das heißt, ich will so ein bisschen was auf den Sport zurückgeben und da was tun, dass eben das erreicht werden kann. Ja. Ja. Ja, wie denkst du, sieht's aus? Also denkst du, der Sport wird noch krass wachsen jetzt in der Zukunft? Ja, safe. Ja. Ich denke, es kommt auf uns an. Wenn man nicht aktiv was dafür tut, dann ist es auch nichts tun. Aber wenn man aktiv was dafür tut, dann der Sport ist so geil einfach. Ja, es ist. Der muss wachsen. Ich denke so, halt, die Sache ist halt einfach echt. ich denke halt einfach, wieso? Ich glaube, das ist jetzt ein krasser Punkt. Wieso? Viele fragen sich ja, wieso machen nicht so viele Leute Fußball Freestyle wie normal Fußball spielen? So, ich denke mir halt so, okay, wenn die Leute Videos oder so sehen, die sind so, die, ohne dass es jetzt irgendwie abgehoben oder so klingt, aber die meisten sind ja davon begeistert und feiern das. Die Leute, die feiern das. Ja. Aber ich denke, es ist einfach dieses Mindset dann von den Leuten oder was sie. So, ich denke, wenn die schnipsen könnten, so. Ich kann nicht schnipsen, Leute. Ich kann schnipsen. Ja, dir sage ich schnipst. Ich denke, wenn die Leute das sehen und die schnipsen können, dann würden die schnipsen und dass sie dann auch die Tricks ausführen können. Aber ich denke, die Leute sind da einfach nicht bereit, diese Disziplin und die harte Arbeit hineinzugeben, um mal halt dieses Level zu erreichen, dass sie auch diese Tricks ausführen können. Oder, und das, denke ich, hängt auch wieder mit dem Glaubenssatz halt zusammen, ey, ich schaff das nicht oder so. Der kann das, aber der wurde damit so gut wie geboren und ich kann das aber nicht. Und ich denke, das ist halt auch ein Riesenpunkt. Ich meine, Leute, ihr wisst ja, ich mache ja oft Street-Shows in Frankfurt und da sprechen mich die unterschiedlichsten Personen an. Und die fragen, die sagen immer, ey, wie hast du das gelernt, wie hast du das gelernt? Ich sage, ich mache das jetzt schon seit 4 Jahren und ich trainiere täglich. Oh, krass, ich würde dich so gern auch lernen, aber ich kann das safe nicht, ich kann das nicht. Sagst du, doch, du kannst das. Es ist alles nur Übung, du musst nur an dich glauben und dann schaffst du das. Aber dann, es ist halt einfach so, dass die meisten Menschen in diesem Sinn dann nicht an sich glauben und dass ihnen dann dieser Prozess nicht so viel Spaß macht, um diese Tricks halt zu erlernen. Ich denke, weil ich glaube halt, beim Freestyle ist es so wichtig, dass der Prozess Spaß macht, wenn zum Beispiel einen neuen Trick lernst. Wir können ja mal. Als der Janis und ich, als wir beide unseren ersten Dreifachen geschafft haben, also 3 Reffe im Freestyle. Ich hab geheult. Ich hab auch geheult. Es ist so krass, weil wir haben
Ich habe über ein halbes Jahr habe ich den täglich mein Training immer getoucht. Leute touchen es, dass der Ball, dass ich ihn berühre und. Dass du ihn halt fast schaffst. Also fast schaffst und dann auch ganz nicht mehr weg. Dass er schon ein bisschen hochkommt, ja. Aber du nicht weiter schon willst. Das war so krass, aber irgendwie hat mir das. Es war so frustrierend und mir hat es trotzdem Spaß gemacht, diesen Prozess zu sehen, wie ich mich immer, immer ein bisschen weiter an ihn dran komme, bis ich ihn dann geschafft habe. So. Und das ist einfach das, was mich dann so krass erfüllt hat. Ja. Genau, um es vielleicht auch wieder ein bisschen zu vergleichen mit anderen Sportarten. Im Fußball, du schießt ein Tor, ist geil, aber Tore werden täglich geschossen. Und auf ein Tor hinzuarbeiten ist niemals so schwer, wie auf einen krassen Fußballtrick hinzuarbeiten, würde ich sagen. Ohne jetzt Fußball damit schlecht zu reden. Nein, Spaß, ja. Ich hasse keinen Fußball, aber ja. Genau. Auf jeden Fall, was ich dazu noch sagen kann, ist, um es trotzdem auch mit Fußball zu vergleichen, weil du gesagt hast, warum das nicht so viele machen. Es ist einfach so, dass das Fußball zu spielen, um im Fußball gut zu werden, das ist nicht so schwer, wie im Freestyle gut zu werden. Um im Fußball richtig gut und einer der Besten zu werden, ist extrem schwer. Ja. Aber im Freestyle ist halt schon dieser Schritt von, du kannst nicht freestylen und du kannst ein bisschen freestylen, ist der schon extrem das schwer. Und wenn du Freund. Den Punkt am Anfang überwindest, dann stehen dir alle Möglichkeiten offen. Ja, und dann ist es nur noch ein Prozess, dass du besser wirst. Im Fußball, da musst du nicht viel tun, damit du gut wirst. Aber dann liegt es später an den Details, dass du extrem gut wirst. Und Fußball ist es halt schon am Anfang. Ja, die sagt, da ist halt dazu, jeder kann Fußball spielen, aber nicht jeder kann freestylen. So. Beim Freestyle sind ja die Basics, dass man 5 Around the Worlds ineinander kann mit Pop the Worlds gemixt. Das sind ja Basics sozusagen. Und das kann man ja nicht direkt. Man benötigt mindestens ein halbes Jahr oder auch vielleicht länger, um allein nur diese Basics zu können. Und deswegen ist es ja auch so, dass beim Freestyle eigentlich der Anfang der schwierigste Part ist. Also ich weiß noch bei mir, ich habe also so seit wirklich, ich würde sagen, so seit einem Jahr sehe ich meine größten Improvements, also Verbesserungen und so. Und davor, der Anfang war halt echt so das Schwierigste. Ja. So für jeden, denke ich, für jeden, der mit Freestyle anfängt, der muss da durchpushen halt so. Und das ist halt, glaube ich, einfach beim Fußball nicht so, weil natürlich, es gibt krasse Fußballspieler, aber es ist einfach anders so. Weil es ist schwer zu erklären, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine, Leute, du auch, oder? Das Ding ist auch noch, der Einstieg im Fußball ist viel leichter als im Freestyle. Aber ich denke, das sollte keine Ausrede sein, warum Freestyle dennoch so viel mit Fußball in Verbindung gebracht wird und sich nicht etablieren kann als großer Sport, nur weil es nicht so viele machen oder weil es einen schweren Einstieg hat. Wenn wir zum Beispiel andere Sportarten vergleichen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, was Breakdance ist, die meisten Leute würden das wissen, bei Freestyle ist es ganz anders. Und es hat einen mindestens genauso schweren Einstieg wie Freestyle, würde ich sagen. Also krass, was da Leute ziehen. Ja. Aber es hat sich trotzdem etabliert, ist trotzdem ein viel größerer Sport als Freestyle. Ist zwar auch in der Form, in der wir Freestyle heute kennen, ist Breakdance zwar auch älter und hat eine längere Entwicklung durchgemacht. Ja. Aber ich denke, wir als Freestyler können da auch hinkommen, wenn wir eben was dafür tun und uns halt aktiv vom Fußball distanzieren. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, Fußball und Freestyle, das ist auf jeden Fall ein krasses Thema, weil viele Leute, die checken das einfach nicht, dass Freestyle halt einfach was anderes ist. So. Ich könnte da jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ich denke, wir haben jetzt zu dem Thema eigentlich alles Wichtige gesagt, oder? Da fällt dir noch irgendwas. Um vielleicht noch ganz kurz was klarzustellen, was wir jetzt gerade gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, wie krass negativ das jetzt klang über Fußball, aber ich möchte damit sagen, dass ich riesen Respekt habe vor allen Fußballern, die höherklassig spielen, weil Fußball ist eine richtig krasse Sportart und es ist auch verdammt anstrengend oder man braucht auch sehr Disziplin, um im Fußball krass gut zu werden. Nur, wir wollten gerade sagen, dass jeder eigentlich ein bisschen Fußball kicken kann, aber die Basics im Freestyle auszuführen, kann nicht jeder. Und das ist dieser Unterschied. Ja, also ich hätte, also wahrscheinlich kommt es so rüber und viele denken das auch, aber an sich habe ich auch Respekt eigentlich vor jedem Athleten, in jeder Sportrichtung, immer. Weil du halt weißt,
wenn jemand richtig gut in was ist, wie viel der dafür geopfert und investiert hat. Das kommt nicht von alleine. Und deswegen, ja, mir ist es halt wichtig, dass das Freestyle an sich sich etablieren kann. Und es ist einfach Fakt, dass Fußball eben so einen Strich durch die Rechnung macht. Weil jetzt, wenn ich zum Beispiel auf der Straße Freestyle-Leute das sehen, die kommen zu mir, fragen mich, für welches Team ich spiele. Ich sag denen, ich spiele für kein Team. Wenn du dir sagst, für VfB Stuttgart, glauben die das. Ja, dann glauben die das. Aber ich sag denen, ich spiele kein Fußball. Und dann gucken die einen erstmal, wird man halt komisch angeguckt. Und dann denken die Leute auch, okay, das ist nur so ein, der ist wahrscheinlich egoistisch, weil er Tricks macht. Und selbstverliebt, weil er Tricks macht. Und das stimmt halt nicht. Und das ist so, warum man so oftmals gegen eine Wand fährt, wenn es mit Fußball in Verbindung gebracht wird. Weil im Fußball ist es oftmals so, wenn du trickst, bist du eigensinnig. Im Freestyle, Freestyler sind nicht eigensinnig, so an sich. Ja. Ja, also... Ich vielleicht ein bisschen... Nee, vielleicht auch, da können wir ja gerade mal drüber kommen, also über die Community im Freestyle so, weil ich meine, es gibt ja jetzt in Deutschland, es gibt ja echt nicht so viele Freestyler oder auch jetzt mal weltweit, wenn man vergleicht, wie viele Freestyler es gibt, aber und wie viele Personen es gibt, die Fußball spielen, so, das ist ja das ist unglaublich so und ich denke halt so, die Freestyle-Community ist halt echt krass so, ich meine, wenn ich reise oder wenn ich in irgendeinem Land einen Auftritt habe oder so, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gar nicht erzählt, ich habe jetzt im Juni, habe ich ja einen Auftritt in Tschechien, 2 Tage lang und das ist in Pilsen in der Stadt und da habe ich jetzt auch gesehen, vorhin auf Instagram, ey, da kommt ein Freestyler her, habe ich den vorhin angefunkt über Instagram, gesagt, ey, ich bin dann und dann dort, hast du da Bock, was zu starten? Ja klar, ich habe Bock, was zu starten, mach mal ein paar Shows oder ein paar Street-Shows, trainieren wir ein bisschen. Ich finde, das ist halt einfach so geil und ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner anderen Sportart auf dieser Welt hast. Okay, ich denke, man kann es mit Breakdance vergleichen, weil bei den Breakern, die sind auch noch nicht so groß und da... Ich denke, bei denen findest du, es ist krass so. Ich denke mal, in jeder Community gibt es das so an sich. Ja. Und bestimmt nicht nur im Freestyle, würde ich jetzt sagen. Aber an sich ist es halt schon echt nice, weil du halt, egal wo du hingehst, jetzt zum Beispiel, du hast einfach, Leute, ja, mit denen kannst du mit nur einem Klick dich identifizieren. Und du hast direkt was dich verbindet. Ja. Deswegen ist Freestyle keine eigensinnige Sportart. Sondern was verbindet und an sich auch Leute wieder zusammen. Ja, so. Vor allem verschiedene Kulturen und so, Gedankengänge. Und natürlich so, jeder will der Beste sein so, und jeder will natürlich den anderen dann im Battle besiegen, aber ich denke, so nach dem Battle ist man wieder Best Bros oder so Best Friends. So. Ja. An sich pushst du dich ja gegenseitig. Ja, das ist wie beim Aufrüsten. Du machst einen Trick, okay, krass, dann der andere trainiert ein Jahr, macht einen krasseren Trick, dann du wieder, oh krass, dann machst du wieder bla bla bla. Und so pushst du dich gegenseitig hoch. Ja, ja, ja. Und das ist ja was Positives. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. Alles gut, Digga. Ich hoffe, du hast dich nicht mit Corona infiziert. Auf gar keinen Fall, Alter. Ja, ist echt krass hier im Moment mit diesem Corona. Ja. Gut. Aber was wir noch reden können, ist das, ich finde, Battles insgesamt, früher als ich ja mit Freestyle angefangen habe, wusste ich ja noch gar nicht, dass es überhaupt so Wettbewerbe für Freestyle gibt. Und ich finde halt, ich feiere das irgendwie, also es gibt ja viele Freestyler, die scheißen auf Battles, denen ist das sowas von egal. Aber ich finde es echt cool so, weil ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie diesen Kick, so auch besser zu werden, weil ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt schon Bock auf die diesjährigen deutschen Meisterschaften und ich habe einfach Bock, so gegen andere zu battlen wieder, meine Leistung auch zu zeigen, wie ich mich verbessert habe, aber auch zu sehen, ey, der andere, der ist richtig krass geworden und zu sehen, wie hat der sich verbessert, dann hat man wieder eine neue Challenge, sich auch weiter zu pushen, weißt du so? Ja. Und das gibt mir auch diese Motivation, so ich habe so, würde zu sagen, so mein Umfeld auch mit Freestylern habe ich mir auch so relativ gut aufgebaut, so mit den Freestylern, die auch wirklich voran pushen und das gibt mir aber auch immer wieder diese Motivation, nicht aufzuhören, weil ich natürlich auch da mithalten will und natürlich auch, weil es einfach so am meisten Spaß macht, so im Endeffekt.
Endeffekt geht es immer darum. Jo Leute, leider hat meine Kamera aufgehört zu filmen. Wir haben noch circa 15 Minuten weitergeredet, noch über ein anderes Thema. Das ist jetzt leider nicht mehr drauf. Ja, aber ich hoffe, euch haben die Themen gefallen, unsere Sichtweise zu den verschiedenen Themen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ja, dann gebt gerne ein Like und ein Abo. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, gebt Gas, habt Spaß und haut rein. Tschüss.